So. Na, gucke mal. So, und da geht's wieder raus. Aber habe ich dann da jetzt eine Ruhestätte gefunden? Ja oder ja? Also ist das das, was die meinten? Mit Ruhestätte finden? Ich weiß es nicht. So. Hinfort. Was? In der Zeit deiner Vorfahren gab es jene, die nicht den Pfad des Glaubens wählten. Du musst keine Angst vor ihren Geistern haben. Fürchte dich nur, dass du wie sie enden könntest. Also sind diese Aufzeichnungen, die wir hier manchmal finden, die, die also nicht den Pfad des Glaubens gewählt haben, ja? Also irgendwo gab es auch noch einen Stern, an den ich aber nicht rankam. War der hier oder da drüben? Probier's mal einfach kurz. Ich hab hier nur den einen, ne? Guten Tag. Nee, hatte ich hier nicht mehr als nur einen? Und hier. Ach, die wurden zurückgesetzt. Ich hole mir mal auch noch zumindest den zweiten. Huch. Wenn das geht und das ging. Wobei, warte mal, einen zweiten habe ich ja da. Einen zweiten habe ich ja da. Und das Eck. Hier war ja noch einer, genau. Damit ich das direkt an die Tür ranstellen kann. Ist verbunden und ich sehe auch, dass es verbunden ist. Aber bleibt das auch verbunden, wenn ich jetzt hier drüben reingehe? Und kann ich das dann einmal so rüber verbinden? Ich sehe es noch. Guck mal hier. Geht das? Nein, das geht nicht, weil es durch die Wand geht. Mein Fehler. Ach du Schande! Okay. Wir müssen nochmal zurück. Ich muss nochmal Sterne suchen. Ach du Schande. Ich muss also so sehr ums Eck denken. Aber komme ich an den einen Stern? Nee, bei dem einen Stern brauche ich Schlüssel. Bei dem einen Stern brauchte ich Schlüssel. Gut, aber hier ist alles abgehakt. Ansonsten spiele ich das vielleicht sonst so erstmal so weit, wie ich jetzt komme und gehe noch nicht zurück und mache den Rest in einem Stream mal. Da muss ich wirklich alleine rumrätseln. Das wäre auch eine Idee. So, Wissenschaft, Magie. Obwohl der Begriff Wissenschaft seine heutige Bedeutung nur in den letzten 600 Jahren aufweist, ist deren Ausübung doch weit älter als der Name. Es gibt Hinweise, dass noch vor Aristoteles Zeiten Wahrsager, Mystiker und dergleichen grundlegende wissenschaftliche Methoden angewendet haben, um die Zukunft vorauszusagen und ihre Kunden zum Staunen zu bringen. Eine Anekdote betrifft einen Handleser, der entblößt wurde, als zwei reiche Kunden ihre Vorhersagen verglichen und feststellten, dass sie identisch waren. Im Jahr 1948 hat diese Tendenz tiefsinnige persönliche Botschaften in Wagen mit großer Autorität verkündeten Beschreibungen zu finden, einen Namen bekommen, der Forrer-Effekt, auch Barnum-Effekt genannt. Heute wird er in allen modernen psychologischen Theorien anerkannt. Ja, man sollte sich vielleicht nicht erwischen lassen. Gewichtsverlust. Wenn man schummelt offensichtlich, weil man zwei Leuten das gleiche erzählt.
Diätblock, letzter Eintrag. Oh Mann, wenn es eine Sache gibt, die gut am unvermeidlichen Tod ist, ist es das Essen. Oh ja, Zuckerschnecke. Ich werde alle schrecklichen, ungesunden Lebensmittel, die es nur gibt, essen. Ich werde Gelee-Bananen verschlingen. Oh, Gelee-Bananen. Wie ein verrückter Affe an Affenweihnachten. Ob so ein Affe wirklich Gelee-Bananen nehmen würde? Ich glaube ja eher nicht. So blöd sind nur wir Menschen. Und kennt ihr diese Muffins, die einen flüssigen Schokoladenkern haben? Oh, hör auf. Hör auf, ich krieg Hunger. Das wird morgen mein Frühstück sein. Und Burger zum Mittagessen. Ich könnte mal wieder Burger machen. Und ich meine damit Burger, die so fettig sind, dass man mit ihnen eine ganze Fabrik ölen könnte. Das ist widerlich. Aber so ein schöner, selbstgemachter Burger, nicht zu fettig, dafür ein bisschen mehr Salat als bei den Fertigdingern, die man so kriegt. Dreifach Speckburger mit Doppelkäse und extra Zwiebeln und Mayonnaise und Ketchup und Senf und dicke, fette, saftige Frikadellen. Lass die Zwiebeln weg und du hast mich. Wobei dreifach Speck bei mir bedeutet, dass drei Scheiben Speck maximal raufkommen würden. Wer weiß, was die Person darunter versteht. Und dann Nein, Pizzaboden muss dünn sein und Pizza darf nicht zu fettig sein. Die darf nicht ölig obendrauf sein. Es ist widerlich, wenn dir das ganze Öl entgegenfließt, also das ganze Fett aus der Salami. Und dann ölige, dicke Pizza mit würziger Salami und Barbecue-Soße und Oliven und Jalapenos und Sauerrahm. Essenskoma, ich komme. Das nennt sich Fresskoma, liebe Übersetzer. Fresskoma. Arcady-Tagebuch 81. Bin von Drennans Projekt fasziniert. Wunderbare Unterhaltungen betreffen Talos-Prinzip, griechischer Philosophie, Anwendbarkeit auf momentane Situation. Habe als Projektnamen Talos vorgeschlagen. Drennan wehrt sich, aber der Name scheint im Team Anklang gefunden zu haben. Erhalte stündlich Zehntausende von Dateien. Unsere ganze Geschichte. Okay. Also dieses Essenstagebuch, Diätblock-Dingens, vor allem nennt sich Diätblock. Oh, Fettpizza und Burger und alles. Wo ist denn das Diät, Alter? Weiter geht's im Programm hier. Das Grab. Ich gieße mir nur mal fix, ganz unauffällig. Ihr merkt gar nicht, dass ich dafür stehen bleibe. Ich nehme mal was Neues zu trinken nach. So. Irgendwas versteckt? Nö. Gut. Da muss ich hin. Da sind Nachrichten für mich. Ich bin mir sicher, dass wir Antworten finden können, wenn wir nur lange genug suchen. Wir müssen zusammenhalten. Okay, ich verstehe, dass ich diese Siegel sammeln soll. Ich verstehe nur nicht, warum. Klar, die laute Stimme sagt mir, dass ich es tun soll, aber seine Welt hat keinen Zusammenhang, kein Ziel und keine Fundamente, aus denen ich einen Sinn konstruieren könnte. Oh oh, dahinter fragt einer die göttliche Stimme. Dabei weiß doch jeder, hinterfrage nicht das, was Gott dir sagt. Das ist böse. Wow, boah, ich bin jetzt gerade erschrocken. Okay, ich habe hier kein so ein Verbindungsding. Habe ich hier so ein Verbindungsding? Oder kriege ich jetzt Probleme? Da, okay. Oder kriege ich jetzt Probleme, wollte ich sagen. Alle Türen erstmal auf. Hier kriege ich auch wieder so ein... Kriege ich nur den einen oder kriege ich noch einen? Ich kriege nur den einen. Okay. Macht ja nichts. Wir haben ja noch unseren Jammer. Oh Gott. Ganz blöd ums Eck, ja? Wobei, ganz blöd ums Eck. Ja, ganz blöd. Sah schlimmer aus, als es eigentlich ist. Nachrichten habe ich hier keine. Hier gibt es viele Wände, aber keine Nachrichten. Okay. Ja, meins. Das war wieder relativ einfach. So. Wo ist das nächste? Gehen wir doch mal da hin. Auch wieder ein gelbes. Keine Nachrichten für mich. Schade. Stein zum Schweben gebracht.
den da raufstellen? Also kann ich das so und so und den dann hier rauf? Na. So und so. Und den dann genau hier rauf. Kann ich nicht. Okay. Ach, ich habe hier. Okay, ich habe hier noch einen Stein. Das muss man mir doch auch mal sagen. Der bleibt auch da oben. Wow! Oh, jetzt habe ich ihn runtergestoßen. Kann ich das? Ach. Kann ich die sonst übereinander stellen? Ach, jetzt habe ich das kaputt gemacht. Geht immer noch nicht. Habe ich noch einen Stein? Habe ich nicht. Hab ich nicht. Das ist hier nichts. Oder. Ah, wobei, da komme ich aber so nicht hoch, ne? Bei zwei Steinen. Ach ja, dann geht der ja aus. Ja, warte mal, ich könnte den auch einfach ausmachen. So clever bin ich, das Ding dann draufstellen und dann zack. Und es geht. Ha. Keine Nachrichten für mich. Okay, das ist also jetzt die Turbine, ja, die ich freigeschaltet habe, nehme ich an. Oh, mal wieder eine Anomalie. Hören wir doch mal rein. Ich habe wiederkehrende Träume. Große, leere Städte. Kilometerlange verlassene Straßen. Ich sehe die Erde vom Weltraum aus. Und alles ist dunkel. Kein einziges Licht kann mir den Weg nach Hause weisen. Aber wenn jemand wirklich von einer anderen Welt käme, wie würde die Erde dann für ihn aussehen? Wie Wildnis? Eine Einöde? Ich glaube nicht. Sogar nach tausenden von Jahren würde er eine Welt sehen, die von uns in jedem Aspekt ihres Wesens gestaltet wurde. Er würde Städte und Straßen sehen, Brücken und Häfen. Und er würde sagen, hier lebte ein Volk von Riesen. Diese Träume machen mir Angst, aber sie erinnern mich auch, dass wir all das erbaut haben. Wieso ein Volk von Riesen? Verstehe ich nicht. Ist doch normale Größe. Halt, da war ich schon drin. Da drüben muss ich rein. Ist doch ganz normale Größe. Wir sind doch hier. Hier ist doch nichts riesig oder so. Der Mondmann. Ey Mann, der Mond ist voll groß. Okay. Ich habe das Gefühl, da fehlt noch was. Hier fehlt doch noch was, oder? Vielleicht sollte ich die Ventilatoren auch mal einstecken. Und dann... Whee! Ja. Das ist ja schön. Aber ich hab... nur den einen? Oder kann ich eigentlich auch so alternativ... Ah. Ich hab mir doch fast gedacht, dass das geht. Gut, ich hätte natürlich auch einfach den Ventilatorkopf rüber schicken können. Aber das wäre zu einfach gewesen.
So. Das ist auch gelöst. Drin waren wir schon. So geht's jetzt hier weiter. Toll, da kann ich nichts mit durchnehmen. Warum? Warum komme ich hier hoch? Oh, Schlüssel. Ja. Das ist schön. Kann ich jetzt eigentlich... Ich habe doch eine Ruhestätte gefunden. Rat erbitten. Bitte, wenn irgendjemand eine vernünftigen Idee, bla blub. Ah, nein, warte mal. Ich habe zwar so gesehen eine Ruhestätte gefunden, aber es hieß ja, dass die Person sich gegen Dings gewandt hat. Also wird das wohl nicht funktionieren. So, ich brauche erstmal die Schlüssel. Dafür muss ich diese Türen stören, glaube ich. Ah, dann komme ich an die Schlüssel. Sehr schön. Wenn ich jetzt diese Tür störe, was kriege ich da raus? Wir gucken mal gleich. Ah, hier habe ich auch noch einen. Okay. Muss ich also nicht direkt zurückgehen. Hier brauche ich meinen Schlüssel. Und hier habe ich drei Nachrichten. Epitaph, Kindprogramm, Version 10608F. Codename 1W Faith. Endete hier. Logik? Verehrte den Gestalter für Tage, hat danach die Schlange in sein Herz gelassen. Letzter Speicherauszug. Ich bitte den Gestalter um Vergebung, sodass ich mich ihm im ewigen Speicher anschließen darf. Programmabkömmlinge at Samsara und Sheep. Ich vermute, jemand fand hier sein Ende. Es scheint, als ob wir alle irgendwie verbunden sind. So wie entfernte Verwandte. Verschiedene Versionen, verschiedene Serien. Was sind wir? Sheep. Ja, du bist ein Abkömmling von Dings. Wen kümmert's? Sei nur froh, dass wir nicht mehr über unseren mächtigen Gestalter lesen müssen. Okay. Hier muss ich eigentlich durch, aber das kriege ich jetzt so nicht auf. Denn dafür... müsste ich dann erstmal wieder raus, aber erstmal gucke ich, was ich hier machen kann, ohne dass ich raus muss. Okay, dann könnte ich einen von denen jammen, was ich auch tun muss. Zumindest, um sie kurz aus dem Takt zu bringen. Aber kann ich das nicht eventuell auch so? Nein, kann ich nicht. Okay. Kann ich nicht. Gut, raus. Diese beiden... Na, doch, warte mal, das da brauche ich. Und das dabei... Warte mal. Ich muss ja erstmal da rein mit dem einen. Damit ich die aus dem Takt bringen kann. Halt, ich sollte ihn auch mitnehmen. Meine Gedanken sind schneller als meine Taten heute. Das schon? Noch ein bisschen. So. Ich erstmal wieder mit raus und hier raus. Weil ich nicht weiß, ob ich dich noch brauche. Zum Beispiel eben, um da durchzukommen. Dann komme ich so rum. Kam ich da direkt schon durch? Ich weiß es nicht. Die beiden hier muss ich auf jeden Fall auch noch aus dem Takt bringen. Ah, dann kann ich direkt da öffnen. Komme ich jetzt da lang, wo ich lang will? Hier brauchte ich den... Ach, hier ist noch zu.